Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Andreas. Winnetou 1 von Karl May. Kapitel 5, Teil 2. Vielleicht hatte Rattler geglaubt, dass man es gar nicht so ernst mit seinem Tode meine. Jetzt musste er einsehen, dass dies eine falsche Ansicht gewesen war. Er bekam noch Messer in die Vorderarme und in die Unterschenkel. Hatte er vorher nur einzelne Schreie ausgestoßen, so heulte er jetzt in einem fort. Die Zuschauer murrten, zischten und gaben in vielfältig anderer Weise ihre Missachtung zu erkennen. Ein Indianer am Marterpfahle benimmt sich da ganz anders. Sobald das Schauspiel, welches mit seinem Tode endigen soll, beginnt, stimmt er einen Sterbegesang an, in welchem er seine Taten preist und diejenigen, die ihn martern, verhöhnt. Je größere Schmerzen man ihm zufügt, desto größer sind die Beleidigungen, die er ihnen zuwirft. Nie aber wird er eine Klage ausstoßen, einen Schmerzensschrei hören lassen. Ist er dann tot, verkündigen seine Feinde seinen Ruhm und begraben ihn mit allen indianischen Ehren. Es ist ja dann auch für sie eine Ehre gewesen, zu einem so ruhmvollen Tode beizutragen. Anders ist es bei einem Feiglinge, welcher bei der geringsten Verwundung schreit und brüllt und wohl gar um Gnade bittet. Diesen zu martern ist keine Ehre, sondern beinahe eine Schande. Darum findet sich schließlich kein wackerer Krieger mehr, der sich ferner mit ihm beschäftigen will, und er wird erschlagen oder auf sonst eine ehrlose Weise vom Leben zum Tode gebracht. So ein Feigling war Rattler. Seine Verwundungen waren gering und doch nicht gefährlich. Sie mochten ihm zwar einige Schmerzen bereiten, aber von Qualen war noch gar keine Rede. Dennoch heulte und zeterte er, als ob er alle Qualen der Hölle fühle, und brüllte dabei immerfort meinen Namen, mich auffordernd zu ihm zu kommen. Da ließ ihn Chuchuna eine Pause eintreten und forderte mich auf. »Mein junger weißer Bruder mag zu ihm gehen und ihn fragen, warum er so schreit. Die Messer können ihm bis jetzt noch gar nicht wehe getan haben.« »Ah, kommt her, Sir, kommt her!« rief Rattler. »Ich muss mit euch reden.« Ich ging hin und fragte, »Was wollt ihr nun von mir?« »Zieht mir die Messer aus den Armen und Beinen.« »Das darf ich nicht.« »Aber ich muss doch daran sterben. Wer kann denn so viele Verwundungen aushalten?« »Sonderbar. Habt ihr denn etwa geglaubt, dass ihr leben bleiben sollt?« »Ihr lebt doch auch.« »Ich habe niemanden ermordet.« »Ich kann nichts dafür, dass ich es tat. Ihr wisst ja, dass ich betrunken war.« »Die Tat bleibt dieselbe. Ich habe euch oft vor dem Branntwein gewarnt. Ihr hörtet nicht und habt nun die Folgen zu tragen.« »Ihr seid ein ganz harter und gefühlloser Mensch. So bittet doch für mich.« »Das habe ich getan. Sagt Pardon, so werdet ihr schnell sterben und nicht langsam gequält werden.« »Schnell sterben. Ich will aber nicht sterben. Ich will leben, leben, leben.« »Das ist unmöglich.« »Unmöglich? Also gibt es keine Rettung?« »Nein.« »Keine Rettung, keine, keine, keine!« Er brüllte das aus vollem Halse hinaus und begann dann ein solches Wehklagen und Jammern, dass ich es nicht länger bei ihm aushalten konnte, sondern mich entfernte. »Bleib doch, Sir, bleib bei mir!« schrie er mir nach. »Sonst fangen Sie wieder mit mir an!« Da fuhr ihn der Häuptling an. »Heule nicht länger, Hund. Du bist ein stinkender Kojote, den kein Krieger mit seiner Waffe mehr berühren mag.« Und sich an seine Leute wendend, fuhr er fort. »Welcher von den Söhnen der tapferen Apachen will sich noch mit diesem Feiglinge abgeben?« Keiner antwortete. »Also niemand.« Wieder dasselbe Schweigen wie vorher. »Uff, dieser Mörder ist nicht wert, von uns getötet zu werden. Er soll auch nicht mit Klicki Petra begraben werden. Wie könnte eine solche Kröte neben einem Schwane in den ewigen Jagdgründen erscheinen? Schneidet ihn los!« Er gab zwei kleinen Knaben einen Wink. Diese sprangen auf, liefen hin, zogen ihm die Messer aus den Gliedern und schnitten ihn von dem Sarge los. »Bindet ihm die Hände auf den Rücken«, befahl der Häuptling weiter. Die Knaben, die nicht älter als 10 Jahre waren, taten dies, und Rattler wagte nicht die geringste Bewegung des Widerstandes dabei. Welch eine Schande! Ich schämte mich fast, ein Weißer zu sein. »Führt ihn an den Fluss und stoß ihn in das Wasser«, lautete die nächste Weisung. »Wenn er das jenseitige Ufer glücklich erreicht, soll er frei sein.« Rattler stieß einen Jubelruf aus und ließ sich von den Knaben nach dem Flusse schaffen. Sie stießen ihn auch wirklich hinein, denn er besaß nicht einmal so viel Ehrgefühl, selbst hineinzuspringen. Er ging zunächst unter, kam aber bald wieder empor und bemühte sich, auf dem Rücken schwimmend vorwärts zu kommen. Das war gar nicht schwer, obwohl ihm die Hände auf dem Rücken zusammengebunden waren. Der Mensch geht infolge seines geringen spezifischen Gewichtes im Wasser nicht ganz unter,
und die Beine hatte er ja frei. Er konnte sich mit ihrer Hilfe fortbewegen, was ihm auch ganz leidlich gelang. Sollte er das jenseitige Ufer erreichen dürfen? Das wünschte ich selbst gar nicht. Er hatte den Tod verdient. Ließ man ihn leben und entkommen, so machte man sich geradezu der Verbrechen schuldig, welche er in Zukunft begehen würde. Die beiden Knaben standen noch hart am Wasser und blickten ihm nach. Da gab ihnen Intschu Tsuna den Befehl. »Nehmt Flinten und schießt ihn in den Kopf.« Sie liefen zu der Stelle, wo einige der Krieger ihre Gewehre hingelegt hatten, und nahmen sich jeder eins davon. Diese kleinen Kerls wussten ganz wohl, wie man eine solche Waffe zu handhaben hat. Sie knieten am Ufer nieder und zielten auf Rattlers Kopf. »Nicht schießen! Um Gottes Willen! Nicht schießen!« schrie er voller Entsetzen. Die Knaben sprachen einige Worte miteinander. Sie behandelten den Vorfall als kleinen Sportsman, indem sie ihn weiter und immer weiter schwimmen ließen, was ihnen der Häuptling stillschweigend zuließ. Ich ersah daraus, dass er gar wohl wusste, ob sie schießen konnten oder nicht. Dann stießen sie mit ihren hellen Kinderstimmen einen auffordernden Schrei aus und schossen ihre Gewehre ab. Rattler wurde in den Kopf getroffen und verschwand augenblicklich unter dem Wasser. Kein Jubelruf erscholl, wie es sonst Gewohnheit der Roten ist bei dem Tode dieses ihres Feindes. Ein solcher Feigling war es nicht wert, dass man seinetwegen nur einen Laut hören ließ. Die Verachtung der Indianer war so groß, dass sie sich gar nicht um seine Leiche kümmerten. Sie ließen ihn flussabwärts treiben, ohne ihm einen Blick nachzusenden. Er konnte ja auch nur verwundet anstatt erschossen worden sein. Ja, er konnte nur so getan haben, als ob er getroffen worden sei. Und, so wie ich, untergetaucht sein, um an einer anderen, für sie unsichtbaren Stelle wieder auf der Oberfläche zu erscheinen. Sie hielten es aber gar nicht für der Mühe wert, sich weiter mit ihm zu beschäftigen. Intschu Tsuna kam zu mir und fragte, »Ist mein junger weißer Bruder jetzt mit mir zufrieden?« »Ja, ich danke dir.« »Du hast keinen Grund zum Danke. Auch wenn ich deinen Wunsch nicht gekannt hätte, würde ich genauso gehandelt haben. Dieser Hund war gar nicht wert, den Martertod zu erleiden. Heute hast du den Unterschied zwischen uns Heiden und euch Christen, zwischen tapferen roten Kriegern und weißen Feiglingen gesehen. Die Bleichgesichter sind zu allen bösen Taten fähig, aber wenn es gilt, Mut zu zeigen, dann heulen sie vor Angst wie Hunde, welche Schläge bekommen sollen. Der Häuptling der Apachen darf nicht vergessen, dass es überall tapfere und feige, gute und böse Menschen gibt. Du hast recht, und ich wollte dich nicht beleidigen. Aber dann darf auch kein Volk denken, dass es besser als ein anderes sei, weil dieses nicht dieselbe Farbe hat. Um ihn von diesem heiklen Gegenstand abzulenken, erkundigte ich mich, was werden die Krieger der Apachen jetzt nun tun? Klicki Petra begraben? Ja. Darf ich mit meinen Gefährten dabei sein? Ja. Wenn du nicht gefragt hättest, würde ich dich darum gebeten haben. Du hast damals mit Klicki Petra gesprochen, als wir fortgingen, um die Pferde zu holen. War es nur ein gewöhnliches Gespräch? Nein, sondern ein sehr ernstes, für ihn und auch für mich wichtiges. Darf ich euch sagen, wovon wir geredet haben? Ich wendete jetzt die Mehrzahl an, weil Winnetou zu uns getreten war. Sage es, antwortete dieser. Als ihr fort waret, setzten wir uns zueinander. Wir bemerkten bald, dass seine Heimat auch die meinige sei und unterhielten uns in unserer Muttersprache. Er hatte viel erlebt und viel erduldet und erzählte es mir. Er sagte mir, wie lieb er euch habe und dass es sein Wunsch sei, für Winnetou sterben zu können. Der große Geist hat ihm diesen Wunsch nur wenige Minuten später erfüllt. Warum wollte er für mich sterben? Weil er dich liebte und aus noch einem anderen Grunde, den ich dir später wohl mitteilen werde. Sein Tod sollte eine Sünde sein. Als er sterbend an meinem Herzen lag, redete er zu dir in einer Sprache, welche ich nicht verstand. Welche war's? Unsere Muttersprache. Sprach er da auch von mir? Ja. Was? Er bat mich, dir treu zu bleiben. Mir treu zu bleiben? Du kanntest mich doch noch gar nicht. Ich kannte dich, denn ich hatte dich gesehen. Und wer Winnetou sieht, der weiß, wen er vor sich hat. Und er hatte mehr von dir erzählt. Was antwortetest du ihm? Ich versprach ihm, diesen Wunsch zu erfüllen. Es war sein letzter, den er im Leben hatte. Du bist sein Erbe geworden. Du hast ihm gelobt, mir treu zu sein, hast mich behütet, bewacht und geschont, während ich dich als meinen Feind verfolgte. Der Stich meines Messers wäre für jeden anderen tödlich gewesen, doch dein starker Körper hat ihn überwunden. Ich stehe in tiefer, tiefer Schuld bei dir. Sei mein Freund. Ich bin es längst. Mein Bruder! Von ganzem Herzen gern. So wollen wir den Bund am Grabe dessen schließen, der meine Seele der deinigen übergeben hat. Ein edles Bleichgesicht ist von uns gegangen und hat uns noch im Verscheiden ein anderes, ebenso edles zugeführt. Mein Blut soll dein Blut und dein Blut soll mein Blut sein. Ich werde das deinige und du wirst das meinige trinken.
Intschu Tschuna, der große Häuptling der Apachen, der mein Vater und Erzeuger ist, wird es mir erlauben.« Intschu Tschuna reichte uns seine Hände und sagte in einem von Herzen kommenden Tone: »Ich erlaube es. Ihr werdet nicht nur Brüder, sondern ein einziger Mann und Krieger mit zwei Körpern sein. Hau!« Wir begaben uns nach der Stelle, wo das Grab errichtet werden sollte. Ich erkundigte mich nach dem Maße, der Bauart und der Höhe desselben und bat mir dann einige Tomahawks aus. Hierauf ging ich mit Sam, Dick Stone und Will Parker flussaufwärts in den Wald, wo wir uns passendes Holz aussuchten und mit Hilfe der Tomahawks aus demselben ein Kreuz zimmerten. Als wir mit demselben nach dem Lagerplatze zurückkehrten, hatten die Trauerfeierlichkeiten begonnen. Die Roten hatten sich um den Bau, der rasch fortgeschritten und beinahe beendet war, niedergelassen und sangen ihre eintönigen, ganz eigenartigen und tief ergreifenden Totenlieder. Der dumpfe, monotone Klang derselben wurde von Zeit zu Zeit von einem schrillen, spitzen Klageschrei übertönt, welcher wie ein rascher Blitz aus schweren, dichten Wolkenmassen emporschoss. Ein Dutzend Indianer waren unter Anleitung der beiden Häuptlinge an dem Bauer beschäftigt, und zwischen ihnen und der klagenden Schar tanzte in grotesken, langsamen Bewegungen und Sprüngen eine sonderbar verhüllte und mit allerlei Insignien behangene Gestalt herum. »Wer ist das?« fragte ich. »Der Medizinmann?« »Ja«, antwortete Sam. »Indianische Gebräuche bei den Begräbnissen eines Christen. Was sagt ihr dazu, lieber Sam?« »Passt euch was nicht?« »Eigentlich nicht.« »Lasst es euch ruhig gefallen, Sir. Sagt ja kein Wort dagegen. Ihr würdet die Apachen ganz fürchterlich beleidigen.« »Aber dieser Moment Schanz widerstrebt mir außerordentlich, mehr als ihr denkt.« »Er ist gut gemeint. Meint ihr vielleicht, dass er heidnisch sei?« »Natürlich.« »Unsinn. Diese braven, guten Leute glauben an einen großen Geist, zu dem der verstorbene Freund und Lehrer gegangen ist. Sie begehen die Abschieds-, die Todesfeier in ihrer Weise. Und alles, was der Medizinmann dabei tut und vornimmt, ist von symbolischer Bedeutung. Lasst sie also ruhig gewähren. Sie werden uns auch nicht hindern, das Grabmal mit unserem Kreuze zu krönen.« Als wir dieses neben dem Sarge niederlegten, fragte Winnetou: »Soll dieses Zeichen des Christentums mit an die Steine kommen?« »Ja.« »Das ist recht. Ich hätte meinen Bruder Old Shatterhand gebeten, ein Kreuz zu machen, denn Klickipetra hatte in seiner Wohnung eins und betete vor demselben. Darum wünschte ich, dass dieses Zeichen seines Glaubens auch an seinem Grabe wache. Welchen Platz soll es bekommen?« »Es soll oben aus dem Grabmal ragen. So wie bei den großen, hohen Häusern, in denen die Christen zum guten Geiste beten? Ich werde es so anbringen lassen, wie du es wünschtest. Setzt euch nieder und seht zu, ob wir es richtig machen.« Nach einiger Zeit war der Bau vollendet. Er wurde von unserem Kreuze gekrönt und hatte vorn eine Öffnung für den Sarg, der jetzt noch im Freien stand. Da kam Tschnotschi. Sie war eben im Pueblo gewesen, um zwei aus Ton gebrannte Schalen zu holen, mit denen sie zum Flusse ging, um sie mit Wasser zu füllen. Als sie dies getan hatte, kam sie zu uns und stellte sie auf den Sarg. Wozu, das sollte ich bald erfahren. Jetzt war alles für das Begräbnis vorbereitet. Intschu Tschuna gab mir mit der Hand ein Zeichen, worauf die Klagegesänge verstummten. Der Medizinmann hockte sich auf die Erde nieder. Der Häuptling trat an den Sarg und sprach langsam und in feierlichem Tone: »Die Sonne geht des Morgens im Osten auf und sinkt des Abends im Westen nieder, und das Jahr erwacht zur Frühlingszeit und geht im Winter wieder schlafen. So ist es auch mit dem Menschen. Ist es so?« »Hau!« erschallte es dumpf rundumher. »Der Mensch geht auf wie die Sonne und sinkt wieder nieder in das Grab. Er kommt wie ein Frühling auf die Erde und legt sich wie der Winter zur Ruhe. Aber wenn die Sonne untergegangen ist, so erscheint sie am nächsten Morgen wieder. Und wenn der Winter verstreicht, so ist der Frühling wieder da. Ist es so? Au! So hat uns Klekih-Petra gelehrt. Der Mensch wird in das Grab gelegt. Aber jenseits des Todes steht er auf wie ein neuer Tag und wie ein neuer Frühling, um im Lande des großen guten Geistes weiterzuleben. Das hat uns Klekih-Petra gesagt. Und jetzt weiß er, ob er die Wahrheit gesprochen hat, denn er ist verschwunden wie der Tag und das Jahr, und seine Seele ging ein zur Wohnung der Verstorbenen, nach der er sich immer sehnte. Ist es so? Hau! Sein Glaube war nicht der unsrige, und der unsrige war nicht der seinige. Wir lieben unsere Freunde und hassen unsere Feinde. Er aber lehrte, dass man auch seine Feinde lieben solle, denn sie seien auch unsere Brüder. Das wollten wir nicht glauben.
aber so oft wir ihm und seinen Worten gehorchten, hat es uns zum Nutzen und zur Freude gereicht. Vielleicht ist sein Glaube doch auch der unsrige, nur dass wir ihn nicht so begreifen konnten, wie er wünschte, dass wir ihn verstehen sollten. Wir sagen, unsere Seelen gehen nach dem ewigen Jagdgründen, und er behauptete, die seinige gehe ein zur ewigen Seligkeit. Oft denke ich, unsere Jagdgründe seien diese ewige Seligkeit. Ist es so? Au! Oft erzählte er uns von dem Erlöser, welcher gekommen sei, alle Menschen selig zu machen. Wir haben an die Wahrheit seiner Worte geglaubt, denn in seinem Munde hat es niemals eine Lüge gegeben. Dieser Erlöser ist für alle Menschen gekommen. Ist er auch schon bei den roten Männern gewesen? Wenn er käme, so würden wir ihn willkommen heißen. Denn wir werden von den Bleichgesichtern unterdrückt und ausgerottet und sehnen uns nach ihm. Ist es so? Au! Das war seine Lehre. Nun spreche ich von seinem Ende. Es ist über ihn gekommen wie das Raubtier über seine Beute. Plötzlich und unerwartet war es da. Er war gesund und rüstig und stand an unserer Seite. Er sollte zu Pferde steigen und mit uns heimkehren. Da traf ihn die Kugel eines Mörders. Meine Brüder und Schwestern mögen es beklagen. Es erschallte ein dumpfes Wehgeschrei, welches immer stärker und heller wurde, bis es in einem durchdringenden Heulen endete. Dann fuhr der Häuptling fort. Wir haben seinen Tod gerächt, aber die Seele des Mörders ist ihm entgangen. Sie kann ihn nicht jenseits des Grabes bedienen, denn sie war feig und wollte ihm nicht im Tode folgen. Der räudige Hund, dem sie gehörte, ist von Kindern erschossen worden, und seine Leiche schwimmt den Fluss hinab. Ist es so? Au! Nun ist er fort von uns, aber sein Körper ist uns geblieben, damit wir ihm ein Denkmal setzen, an welchem wir und unsere Nachkommen uns und sich erinnern können an den guten, weißen Vater, der unser Lehrer war und den wir lieb gehabt haben. Er war nicht in diesem Lande geboren, sondern er kam aus einem fernen Reiche, welches jenseits des großen Wassers liegt und welches man daran erkennt, dass dort die Eichen wachsen. Darum haben wir ihm zuliebe und ihm zu Ehren Eicheln geholt, um sie um sein Grab zu säen. So wie sie keimen und aus der Erde wachsen, so wird seine Seele aus dem Grabe erwachen und jenseits desselben groß werden. Und so wie diese Eichen wachsen, so werden die Worte, die wir von ihm gehört haben, sich in unseren Herzen ausbreiten, dass unsere Seelen unter ihnen Schatten finden können. Er hat stets an uns gedacht und für uns gesorgt. Er ist auch nicht von uns gegangen, ohne uns ein Bleichgesicht zu senden, welches an seiner Stelle unser Freund und Bruder werden soll. Hier seht ihr Old Shatterhand, den weißen Mann, welcher aus demselben Lande stammt, aus welchem Klekih-Petra zu uns kam. Er weiß alles, was dieser wusste, und ist ein noch stärkerer Krieger als er. Er hat den Grizzlybären mit dem Messer erstochen, und schlägt jeden Feind mit seiner Faust zu Boden. Intschu-Tschuna und Winnetou waren wiederholt in seine Hand gegeben. Aber er hat uns nicht getötet, sondern uns das Leben gelassen, weil er uns liebt und ein Freund der roten Männer ist. Ist es so? Au! Es ist Klekih-Petras letztes Wort und letzter Wille gewesen, dass Old Shatterhand sein Nachfolger bei den Kriegern der Apachen sein möge. Und Old Shatterhand hat ihm versprochen, diesen Wunsch zu erfüllen. Darum soll er in den Stamm der Apachen aufgenommen werden und als Häuptling gelten. Es soll so sein, als ob er rote Farbe hätte und bei uns geboren wäre. Damit dies bekräftigt werde, müsste er mit jedem erwachsenen Krieger der Apachen das Kalumet rauchen. Aber dies ist nicht nötig, denn er wird das Blut Winnetous trinken, und dieser wird das Seinige genießen. Dann ist er Blut von unserem Blute und Fleisch von unserem Fleische. Sind die Krieger der Apachen damit einverstanden? »Hau! Hau! Hau!« lautete dreimal die freudige Antwort aller Anwesenden. So mögen Old Shatterhand und Winnetou herbei zum Sarge treten und ihr Blut in das Wasser der Brüderschaft tropfen lassen. »Also eine Blutsbruderschaft, eine richtige, wirkliche Blutsbruderschaft, von der ich so oft gelesen hatte. Sie kommt bei vielen wilden oder halbwilden Völkerschaften vor und wird dadurch geschlossen, dass die beiden Betreffenden entweder Blut von sich mischen und dann trinken, oder dass das Blut des einen von dem anderen und so auch umgekehrt getrunken wird. Die Folge davon ist, dass diese beiden dann fester, inniger und uneigennütziger zusammenhalten, als wenn sie von Geburt Brüder wären. Hier war es so, dass ich Winnetous Blut und er das meinige trinken sollte.
Wir stellten uns zu beiden Seiten des Sarges auf, und Intschu Tschuna entblößte den Vorderarm seines Sohnes, um ihn mit dem Messer zu ritzen. Es quollen aus dem kleinen, unbedeutenden Schnitte einige Blutstropfen, welche der Häuptling in die eine Wasserschale fallen ließ. Dann nahm er mit mir dieselbe Prozedur vor, bei welcher einige Tropfen in die andere Schale fielen. Winnetou bekam die Schale mit meinem Blute und ich die mit dem seinigen in die Hand. Dann sagte Intschu Tschuna: »Die Seele lebt im Blute. Die Seelen dieser beiden jungen Krieger mögen ineinander übergehen, dass sie eine einzige Seele bilden. Was Old Shatterhand dann denkt, das sei auch Winnetous Gedanke. Und was Winnetou will, das sei auch der Wille Old Shatterhands. Trinkt!« Ich leerte meine Schale und Winnetou die seinige. Es war Rio Pecos Wasser mit einigen Blutstropfen, die man nicht schmeckte. Darauf reichte der Häuptling mir die Hand und sagte: »Du bist nun grad wie Winnetou, der Sohn meines Leibes oder ein Krieger unseres Volkes. Der Ruf deiner Taten wird schnell und überall bekannt werden, und kein anderer Krieger wird dich übertreffen. Du trittst als Häuptling der Apachen ein, und alle Stämme unseres Volkes werden dich als solchen ehren.« Das war ein schnelles Avancement. Vor kurzem noch Hauslehrer in St. Louis, war ich dann Surveyor geworden, um jetzt als Häuptling unter Wilden aufgenommen zu werden. Aber ich gestehe, dass diese Wilden mir weit besser gefielen als die Weißen, mit denen ich es in der letzten Zeit zu tun gehabt hatte. Um etwaigen Missverständnissen vorzubeugen, muss ich hier eine Bemerkung machen. Es kommt auch bei uns vor, dass von abenteuerlich gestimmten Leuten Blutsbruderschaften in ähnlicher Weise oder wohl gar mit absonderlichen, auf Aberglauben beruhenden Zeremonien geschlossen werden. Solchen Bruderschaften schreibt man ganz außerordentliche, geheimnisvolle Wirkungen zu, unter anderem auch die, dass beide Brüder in demselben Augenblicke sterben müssen. Wenn zum Beispiel der eine schwächere, kränkliche nach Italien reist und dort an der Cholera stirbt, so wird der andere starke, gesunde, der in Deutschland zurückgeblieben ist, in ganz derselben Sekunde tot umfallen. Das ist natürlich Unsinn. Von einem solchen Aberglauben war bei dem, was zwischen Winnetou und mir geschah, ganz und gar keine Rede. Es wurde dabei dem Genusse des Blutes weder von mir noch von dem Apachen irgendwelche Wirkung zugeschrieben, sondern er hatte nur eine rein symbolische, also bildliche Bedeutung. Und doch, höchst sonderbar, trafen später stets die Worte Intschu Tschunas zu, dass wir eine Seele mit zwei Körpern sein würden. Wir verstanden uns, ohne uns unsere Gefühle, Gedanken und Entschlüsse mitteilen zu müssen. Wir brauchten uns nur anzusehen, um genau zu wissen, was wir gegenseitig wollten. Ja, dies war gar nicht einmal notwendig, sondern wir handelten selbst dann, wenn wir voneinander fern waren, mit einer wirklich erstaunlichen Übereinstimmung, und es hat nie, niemals irgendeine Differenz zwischen uns gegeben. Das war aber nicht etwa die Wirkung des genossenen Blutes, sondern eine sehr natürliche Folge unserer innigen gegenseitigen Zuneigung und des liebevollen Eingehens und Einlebens des einen in die Ansichten und individuellen Eigentümlichkeiten des anderen. Als Intschu Tschuna seine letzten Worte sprach, hatten sich alle Apachen, auch die Kinder, erhoben, um ein lautes, bekräftigendes »Hau« auszurufen. Dann fügte der Häuptling hinzu: »Jetzt ist der neue, der lebende Klicki Petra bei uns aufgenommen, und wir können den Toten seinem Grabe übergeben. Meine Brüder mögen dies nun tun.« Er meinte diejenigen, welche mit an dem Grabmale gebaut hatten. Ich bat um Aufschub und winkte Hawkenstone und Parker herbei. Als sie bei mir standen, sprach ich über dem Sarge einige kurze Worte und schloss ein Gebet daran. Dann wurden die Überreste des einstigen Revolutionärs und späteren Büßers in das Innere des Steinbaues geschoben, worauf sich die Roten daran machten, die Öffnung zu verschließen. Das war meine erste Leichenfeier unter Wilden. Sie hatte mich tief ergriffen. Ich will nicht die Anschauungen kritisieren, welche Intschu Tschuna dabei vorgebracht hatte. Es war viel Wahrheit und viel Unklarheit vermengt gewesen. Aber aus allem hatte ein Schrei nach Erlösung geklungen, nach einer Erlösung, welche er, wie einst das Volk Israel, sich äußerlich dachte, während sie doch nur eine innerliche, eine geistige sein konnte. Während das Grab geschlossen wurde, erklangen wieder die Totenklagen der Indianer, und erst dann, als der letzte Stein eingefügt worden war, konnte die Feier als beendet gelten, und jeder ging nun heiteren Beschäftigungen nach. Dies war vor allen Dingen das Essen, zu welchem mich Intschu Tschuna zu sich einlud. Er bewohnte das größte Gemach der schon erwähnten Etage. Es war sehr einfach ausgestattet, aber an den Wänden hing eine reiche indianische Waffensammlung, welche mein lebhaftes Interesse in Anspruch nahm. Schöner Tag bediente uns, nämlich ihren Vater, Winnetou und mich, und ich fand, dass sie Meisterin in der Zubereitung indianischer Gerichte war. Gesprochen wurde wenig, ja fast gar nicht. Der Rote schweigt überhaupt gern, und heute war schon so viel geredet worden, dass man alles, was noch zu verhandeln war, gern für später aufhob.
Nach dem Essen war die Dämmerung schnell da. Winnetou fragte mich, »Will mein weißer Bruder ruhen oder mit mir gehen?« »Ich gehe mit«, antwortete ich, ohne mich zu erkundigen, wohin er wollte. Wir stiegen vom Pueblo herab und gingen nach dem Flusse. Das hatte ich erwartet. Eine so tief gegründete Natur wie Winnetou wurde unbedingt zum Grabe des heute bestatteten Lehrers getrieben. Bei demselben angekommen, setzten wir uns dort nebeneinander nieder. Winnetou ergriff meine Hand und behielt sie in der seinigen, ohne lange Zeit ein Wort zu sagen, und ich hatte keine Veranlassung, die Stille zu unterbrechen. Notwendigerweise muss ich hier bemerken, dass nicht alle Apachen, welche ich bisher gesehen hatte, mit ihren Angehörigen im Pueblo wohnten. Dazu wäre dieses, so groß es war, denn doch viel, viel zu klein gewesen. Es wurde nur von Inchuchuna und seinen hervorragendsten Kriegern bewohnt und bildete den Mittelpunkt für die mit ihren Pferdeherden und jagend herumziehenden Zugehörigen des Stammes der Mescalero-Apachen. Von hier aus regierte der Häuptling diesen Stamm, und von hier aus unternahm er auch die weiten Ritte zu den anderen Stämmen, die ihn als obersten Häuptling anerkannten. Dies waren die Laneros, Icarias, Tarracones, Chiriguais, Pinaleños, Gilas, Mimbreños, Lipans, Kupferminen-Apachen und andere. Ja, selbst die Navajos pflegten sich, wenn nicht seinen Befehlen, so doch seinen Anordnungen zu fügen. Diejenigen Mescaleros, welche nicht in das Pueblo gehörten, hatten sich nach dem Begräbnisse entfernt, und es waren nur so viele von ihnen zurückgeblieben, wie nötig waren, um die von den Kiowas übernommenen Pferde, welche in der Nähe weideten, zu beaufsichtigen. Darum saß ich jetzt mit Winnetou allein und unbeobachtet am Grabe Klekih-Petras. Von diesem will ich erwähnen, dass am nächsten Tage wirklich Eicheln um dasselbe in die Erde gebracht wurden, welche später aufgingen. Die Bäume stehen noch jetzt. Endlich brach Winnetou das Schweigen, indem er mich fragte, »Wird mein Bruder Old Shatterhand vergessen, dass wir seine Feinde gewesen sind?« »Es ist bereits vergessen«, antwortete ich. »Aber eines wirst du nicht vergeben können.« »Was?« »Die Beleidigung, welche mein Vater dir zugefügt hat.« »Wann?« »Als wir dich zum ersten Male trafen.« »Ah, dass er mir in das Gesicht spuckte?« »Ja.« »Warum sollte ich dies nicht vergeben können?« »Weil Speichel nur mit dem Blute des Betreffenden abgewaschen werden kann.« »Winnetou mag sich nicht sorgen, auch das ist bereits vergessen.« »Mein Bruder sagt etwas, das ich unmöglich glauben kann.« »Du kannst es glauben. Es ist ja längst bewiesen, dass ich es vergeben habe.« »Wodurch?« »Dadurch, dass ich es Inchuchuna, deinem Vater, gar nicht übel genommen habe. Oder meinst du, Old Shatterhand lasse sich anspucken, ohne auf diese Beleidigung, wenn er sie als eine solche betrachtet, sofort mit der Faust zu antworten?« »Ja, wir wunderten uns später, dass du dies nicht getan hast.« »Der Vater meines Winnetou konnte mich nicht beleidigen. Ich wischte den Speichel ab. Dann war es vergeben und vergessen. Sprechen wir nicht mehr davon.« »Und doch muss ich davon sprechen. Das bin ich dir, meinem Bruder, schuldig.« »Warum?« »Du musst die Sitten unseres Volkes erst noch kennenlernen. Kein Krieger gesteht gern einen Fehler ein, und ein Häuptling darf dies noch weniger tun. Inchuchuna weiß, dass er Unrecht gehabt hat, aber er darf dich nicht um Verzeihung bitten. Darum hat er mich beauftragt, mit dir zu sprechen. Winnetou bittet dich an der Stelle seines Vaters.« »Das ist gar nicht nötig. Wir sind quitt, denn auch ich habe euch beleidigt.« »Nein.« »Doch, ist nicht ein Faustschlag eine Beleidigung? Und ich habe euch doch mit der Faust geschlagen.« »Das war im Kampfe, wo es nicht als Beleidigung gilt. Mein Bruder ist edel und großmütig. Wir werden es ihm nicht vergessen. Reden wir von anderen Dingen. Ich bin heute Apache geworden. Wie steht es mit meinen Kameraden?« »Die können nicht in den Stamm aufgenommen werden, aber sie sind unsere Brüder.« »Ohne Zeremonie?« »Wir werden morgen mit ihnen die Pfeife des Friedens rauchen. In der Heimat meines weißen Bruders gibt es wohl kein Calumet.« »Nein, Christen sind alle Brüder, ohne dass es der Ausübung irgendeines Gebrauches bedarf.« »Alle Brüder? Gibt es keinen Krieg zwischen ihnen?« »Allerdings auch.« »So sind sie auch nicht anders und besser als wir. Sie lehren die Liebe und fühlen sie nicht. Warum hat mein Bruder sein Vaterland verlassen?« »Es ist bei den Roten nicht Sitte, solche Fragen auszusprechen. Winnetou konnte es aber tun, weil er jetzt mein Bruder war, der mich kennenlernen musste. Doch wurde seine Frage nicht nur aus teilnehmender Neugierde ausgesprochen. Er hatte noch einen anderen Grund dabei.« »Um hier hüben das Glück zu suchen«, antwortete ich. »Das Glück? Was ist das Glück?« »Reichtum.« Er ließ, als ich dies sagte, meine Hand los, die er bis jetzt festgehalten hatte, und es trat wieder eine Pause ein. Ich wusste, er hatte jetzt das Gefühl, sich doch in mir getäuscht zu haben. »Reichtum«, flüsterte er dann. »Ja, Reichtum«, wiederholte ich.
Also darum, darum, darum. Was? Darum haben wir dich bei. Es tat ihm doch weh, das Wort aussprechen zu sollen. Ich vollendete es. Bei den Länderdieben gesehen? Du sagst es. Du tatest es also, um reich zu werden. Meinst du denn wirklich, dass Reichtum glücklich macht? Ja. Da irrst du dich. Das Gold hat die roten Männer nur unglücklich gemacht. Des Goldes wegen drängen uns noch heut die Weißen von Land zu Land, von Ort zu Ort, so dass wir langsam aber sicher untergehen werden. Das Gold ist die Ursache unseres Todes. Mein Bruder mag ja nicht danach trachten. Das tue ich auch nicht. Nicht? Und doch sagtest du, dass du das Glück im Reichtum suchest? Ja, das ist wahr. Aber es gibt Reichtum verschiedener Art. Reichtum an Gold, an Weisheit und Erfahrung, an Gesundheit, an Ehre und Ruhm, an Gnade bei Gott und den Menschen. Pfuff, so meinst du es. Welcher Reichtum ist es denn, nach welchem du da trachtest? Der letztere. Gnade bei Gott. So bist du wohl ein sehr frommer, ein sehr gläubiger Christ. Ob ich ein guter Christ bin, das weiß ich nicht. Das weiß nur Gott. Aber ich möchte es gern sein. So hältst du uns für Heiden? Nein. Ihr glaubt an den großen guten Geist und betet keine Götzen an. So erfülle mir eine Bitte. Gern. Welche? Sprich nicht vom Glauben zu mir. Trachte nicht danach, mich zu bekehren. Ich habe dich sehr, sehr lieb und möchte nicht, dass unser Bund zerrissen werde. Es ist so, wie Kliki Petra sagte. Dein Glaube mag der richtige sein. Aber wir roten Männer können ihn noch nicht verstehen. Wenn uns die Christen nicht verdrängten und ausrotteten, so würden wir sie für gute Menschen halten und auch ihre Lehre für eine gute. Dann fänden wir wohl auch Zeit und Raum, das zu lernen, was man wissen muss, um euer heiliges Buch und eure Priester zu verstehen. Aber der, welcher langsam und sicher zu Tode gedrückt wird, kann nicht glauben, dass die Religion dessen, der ihn tötet, eine Religion der Liebe sei. Du musst unterscheiden zwischen der Religion und dem Anhänger derselben, welcher sich nur äußerlich zu ihr bekennt, aber nicht nach ihr handelt. So sagen die Bleichgesichter alle. Sie nennen sich Christen, handeln aber nicht danach. Wir aber haben unseren großen Manitu, welcher will, dass alle Menschen gut seien. Ich bemühe mich, ein guter Mensch zu sein und bin da vielleicht ein Christ, ein besserer Christ als diejenigen, die sich zwar so nennen, aber keine Liebe besitzen und nur nach ihrem Vorteile trachten. Also sprich nie zu mir vom Glauben und versuche nie aus mir einen Mann zu machen, der ein Christ genannt wird, ohne es vielleicht zu sein. Das ist die Bitte, welche du mir erfüllen musst. Ich habe sie ihm erfüllt und nie ein Wort der Bekehrung zu ihm gesagt. Aber muss man denn reden? Ist nicht die Tat eine viel gewaltigere, eine viel überzeugendere Predigt als das Wort? An ihren Werken sollt ihr sie erkennen, sagt die Heilige Schrift. Und nicht in Worten, sondern durch mein Leben, durch mein Tun bin ich der Lehrer Winnetous gewesen, bis er einst, nach Jahren, an einem mir unvergesslichen Abende, mich selbst aufforderte zu sprechen. Da saßen wir stundenlang beisammen, und in jener weihevollen Nacht ging all der im Stillen gesäte Samen plötzlich auf und brachte herrliche Frucht. Jetzt begnügte ich mich damit, ihm die Hand zu drücken, zum Zeichen, dass ich seinen Wunsch erfüllen wolle. Dann fuhr er fort. Wie ist es denn gekommen, dass mein Bruder Old Shatterhand sich den Länderdieben angeschlossen hat? Wusste er denn nicht, dass dies ein Verbrechen an den roten Männern war? Ich hätte es mir sagen können, habe aber gar nicht daran gedacht. Ich war froh, Surveyor werden zu dürfen, denn ich wurde sehr gut bezahlt. Bezahlt? Ich denke, ihr seid gar nicht fertig geworden. Bezahlte man euch denn, bevor die Arbeit vollendet war? Nein, ich erhielt einen Vorschuss und die Ausrüstung. Das, was ich mir verdient habe, wäre mir nach beendetem Werke ausgezahlt worden. Und nun kommst du um dieses Geld? Ja, ist es viel? Für meine Verhältnisse sehr viel. Er schwieg eine Weile. Dann sagte er, »Es tut mir sehr leid, dass mein Bruder durch uns solchen Schaden erlitten hat. Du bist nicht reich?« »An allem anderen reich, aber in Beziehung auf das Geld bin ich ein armer Teufel.« »Wie lange hättet ihr noch zu messen gehabt, um zu Ende zu kommen?« »Nur einige Tage.« »Uff, hätte ich dich so gekannt, wie ich dich jetzt kenne, so wären wir einige Tage später über die Kiowas hergefallen.« »Damit ich hätte fertig werden können?« fragte ich gerührt durch diesen Edelmut. »Ja.« »Das heißt, du hättest uns den Diebstahl vollends ausführen lassen?« »Den Diebstahl nicht, sondern nur die Vermessung. Die Linien, welche ihr auf das Papier zeichnet, schaden uns doch nicht, denn damit ist der Raub noch nicht ausgeführt. Dieser beginnt vielmehr eigentlich erst dann, wenn die Arbeiter der Bleichgesichter kommen, um den Pfad des Feuerrosses zu bauen.
Ich würde dir...« Er hielt mitten in seiner Rede inne, um über einen Gedanken, der ihm gekommen war, klar zu werden. Dann fuhr er fort. »Müsstest du, um dein Geld zu erhalten, die Papiere haben, von denen ich soeben sprach?« »Ja?« »Uff, so wird es dir nie ausgezahlt werden, denn alles, was ihr gezeichnet habt, ist vernichtet worden.« »Und was ist mit unseren Instrumenten geschehen?« »Die Krieger, denen sie in die Hände fielen, wollten sie zerschlagen, aber ich gab dies nicht zu. Obgleich ich keine Schule der Bleichgesichter besucht habe, weiß ich doch, dass solche Gegenstände einen hohen Wert besitzen, und darum gab ich den Befehl, sie sorgfältig aufzubewahren. Wir haben sie mit hierher gebracht und gut aufgehoben. Ich werde sie meinem Bruder Old Shatterhand wiedergeben. Ich danke dir. Ich nehme dieses Geschenk von dir an, obgleich es mir direkt nun keinen Nutzen bringt. Es ist mir aber sehr lieb, dass ich die Instrumente wieder abliefern kann.« »Nutzen, also bringen sie dir nicht?« »Nein. Den würde ich nur dann haben, wenn ich die Vermessung vollends ausführen könnte.« »Aber es fehlen dir doch die Papiere, welche vernichtet worden sind.« »Nein. Ich war so vorsichtig, die Zeichnungen zweimal anzufertigen.« »So besitzt du die zweiten noch?« »Ja, hier in meiner Tasche. Du bist so gütig gewesen, zu befehlen, dass mir nichts genommen werden solle.« Uff, uff. Dieser Ausruf klang halb wie Verwunderung und halb wie Befriedigung. Dann schwieg er wieder. Er bewegte, wie ich später erfuhr, in seinem Herzen einen Gedanken von solchem Edelmute, wie ein Beißer ihn wohl nie gefasst, am allerwenigsten aber ausgeführt haben würde. Nach einiger Zeit stand er auf und sagte, »Wir wollen heimkehren. Mein weißer Bruder ist durch uns geschädigt worden. Winnetou wird für Ersatz dieses Verlustes sorgen. Zunächst aber musst du dich bei uns vollends erholen.« Ende von Kapitel 5, Teil 2. Aufgenommen von Andreas. Hagen, 27. Juli 2006.